Am Wort ist nun Susanne Fürst von der FPÖ. Die Feststellung, die Sie auch bestätigt haben, in Österreich haben wir hinsichtlich der Asylzahlen, sind wir bei der Pro-Kopf-Belastung in der EU auf Platz 2. Das sagt alles. Wir haben eine türkis-grüne Bundesregierung seit Beginn 2020. Es hat geheißen, das Versprechen hat gelautet, Ausländer-, Asyl-, Migrationspolitik bleibt in der Kompetenz der ÖVP. Das war die eine Welt. Hier wird der restriktive Kurs der Vorgängerregierung mit der FPÖ fortgesetzt. Nun beweisen aber genau die Zahlen, die Sie ja jetzt auch bestätigt haben, das Gegenteil. Es ist wieder total in die Gegenrichtung gegangen. Es gehen alle ein und aus bei uns. Wir haben nach wie vor die jahrelangen Verfahren. Wir haben die Asylindustrie, die dranhängt, wo viel, viel Geld fließt. Wir haben kaum Abschiebungen und Rückführungen. Das heißt, wer hat sich durchgesetzt? Die grüne Seite. Für die ist das ein Erfolg. Allerdings Rückhalt der Bevölkerung ungefähr im einstelligen Bereich. Aber Sie haben ja das Versprechen abgegeben, den restriktiven Kurs fortzusetzen, und das haben Sie bisher nicht gehalten. Ganz im Gegenteil, wir haben sogar 2020, 2021 in Lockdown-Zeiten, ja, waren die Grenzen offen, Reisefreiheit nicht für uns, auch nicht für die autochthonen Europäer, sondern für die Drittstaatler. Wir haben Asylzahlen, die sich annähern den Zahlen aus 2015. Was ist der Unterschied in der Dramatik? Es wird in den Medien nicht berichtet und man versteckt sich hinter den anderen Krisen, die uns natürlich jetzt so beschäftigen, wo auch bei der Teuerung, die jetzt ständig in Sondersitzungen natürlich zu Recht thematisiert wird und in Aktuellen Stunden, aber einer der Hauptursachen, der Preistreiber, auch nicht genannt wird, genau nämlich diese Asylzahlen und die ungezügelte Einwanderung, die natürlich nicht zuletzt auch angesichts in der Corona-Zeit erhebliche Gesundheitskosten verursacht hat. Und nun, Herr Innenminister, weil Sie auch gesprochen haben von den Signalen, die auszusenden sind und die natürlich wichtig sind, gerade an den Schleppern, dass Sie eben nicht die Leute hierher bringen. Aber ich muss Sie schon fragen, haben Sie da auch schon mit Ihren Kollegen in der Bundesregierung gesprochen, die nämlich ganz fatale Signale, vor allem zu Beginn des Krieges, ausgesendet haben, die Sie aber nie korrigiert haben? Ich darf nur daran erinnern, dass Bundeskanzler Nehammer am 24.02., also schon am ersten Tag des Beginns des Krieges Ukraine-Russland, gesagt hat, natürlich nehmen wir alle Flüchtlinge auf. Er hat die Ukraine gleich zum Nachbarstaat Österreichs erklärt. Er hat zwar wie immer vorausschauend und auch rechthabend gesagt, dass er nicht davon ausgeht, dass der Ansturm groß sein wird. Wir sind aber solidarisch mit Polen, Slowakei, Ungarn, die die Hauptlast tragen werden. Und wenn es notwendig ist, sind wir dann in Österreich solidarisch. Ja, wir haben ja, und jetzt haben wir natürlich auch eine erhebliche Zahl da. Ich weiß jetzt nicht genau, 70.000, 80.000, wie viele gerade da sind. Die Ukrainer, muss man sagen, die nicht in die Asylstatistik fallen, sondern dazukommen. Übrigens hat der Bundeskanzler Nehammer in demselben Interview am 24.02. von Versorgungssicherheit gesprochen, dass wir keine russischen Gaslieferungen mehr brauchen in diesem Winter und genug Gas in den Speichern haben, nur ganz nebenbei. Kollegin Edtstadler hat ebenfalls gleich zu Beginn, Ende Februar, erklärt, Aufnahme für ukrainische Flüchtlinge ohne Limit. Ohne Limit. Was ist das für ein Signal an Schlepper? Gerade in so einer hochsensiblen Phase, natürlich bei Konflikten, weiß man ja, es gibt die Krisengewinnler, die Kriegsgewinnler, und dazu gehören immer die Schlepper, die, wie Sie zu Recht gesagt haben, skrupellos ohne Rücksicht auf Leid agieren, und es ist eine riesige Industrie und Einnahmequelle, die eben sogar den Drogenhandel befördert, in Kriegszeiten natürlich florierend, aber wenn ich solche Signale aussende und die nicht korrigiere, dann darf ich mich nicht wundern über den Anstieg der Schlepperkriminalität. Und Sie haben dann erst im Mai begonnen, dann 2-3 Monate später haben Sie festgestellt in Interviews, ja, die Schlepper nutzen die Situation in der Ukraine aus, um ihr Geschäftsfeld hier neu zu definieren. Die Zahl der Aufgriffe sind gestiegen und es kommen jetzt auch viele Nicht-Ukrainer aus Tunesien, Marokko, Indien, die eigentlich keine Chance auf Asyl hätten. Ja, richtig, haben Sie auch jetzt bestätigt.
Aber Ihre Kollegin Edstadler hat halt auch gesagt, es dürfen nicht nur die Ukraine kommen mit dem ukrainischen Pass, es dürfen auch die Drittstaatler kommen, die aber nur aus der Ukraine kommen. Was führt es dazu? In der Ukraine haben offensichtlich unzählige Menschen studiert und aus Nigeria und aus Afghanistan und Somalia und die kommen jetzt aus der, die kommen da jetzt aus der Ukraine herüber. Ich meine, das sind eben ganz, ganz fatale Signale. Und Sie haben auch dann Anfang Juni noch gesagt, ja, es wird jetzt im Innenministerium schon laut darüber nachgedacht, Flüchtlinge in ihre Herkunftsländer zurückzuschicken, auch wenn das Asylverfahren hier noch läuft. Natürlich, wir wissen alle, die laufen viele Jahre und das wäre mal höchst an der Zeit, dazu überzugehen. Aber Sie haben auch gemeint, wir stehen hier ganz am Anfang, weil es wäre aber sinnvoll, aber da fragt man sich schon, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie lange wir das schon im Parteiprogramm haben, ich glaube auch im Regierungsprogramm, noch aus Türkis-Blau hatten wir das eigentlich festgeschrieben. Natürlich ist es schwierig, ja, aber Sie stellen auch fest, die Drittstaaten nehmen die Flüchtlinge nicht zurück. Ja, aber wo sind wir? Sie haben uns jetzt auch erklärt, Sie stehen im Verhandeln zur Rückübernahmeabkommen. Ja, aber das muss doch alles schon passiert sein. Und wo machen Sie Druck in der EU? Das ist ja unglaublich, dass hier nichts zustande kommt. Wir haben gerade auch im Gespräch mit Außenminister Schallenberg, der zugegeben hat, ja, es gibt in Österreich nur 26 bilaterale Abkommen. Man dürfte sie nämlich sehr wohl bilateral abschließen mit einzelnen Staaten. Von den 26 sind aber 17, sage und schreibe, EU-Staaten. Und die restlichen 9, wenn man da jetzt glauben würde, das sind so die Länder, wo halt die meisten herkommen, Afghanistan, Marokko, Somalia, Syrien, Irak. Nein, da sind Schweiz dabei, Liechtenstein, Bosnien, Kosovo. Ja, ist eh wichtig, dass wir mit der Schweiz Abkommen haben, dass wir die Schweizer wieder umschicken. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht wirklich so erste Priorität. Nur übrigens, wenn wir bei der Schweiz sind, die haben über 50 Rückführungsabkommen, bilaterale, natürlich sind auch nicht in der EU, aber da funktioniert das, die haben diese Abkommen, da könnte man auch, glaube ich, so wie man sich überhaupt so manches abschauen könnte. Und zur EU, ja, da liegt vieles im Argen, auch bei der Gerichtsbarkeit von EGMR und EuGH, aber da geht es halt darum, wirklich Druck zu machen und ich denke, für die ÖVP geht es darum, ihre Versprechen einzulösen.